Hallo und herzlich willkommen hier in der USB-Werkstatt. Mein Name ist Sascha. Willkommen zu den News. Was gibt es heute? Zum einen mal ein bisschen Rückblick und ein bisschen Ausblick auf das, was gewesen ist, beziehungsweise auf die Dinge, die da demnächst hier kommen. Ich werde ein paar Fragen beantworten. Warum hast du so lange keine Videos gemacht? Was war da passiert? Und dann haben wir noch ein paar Themen rund um die Community. Also lass uns gleich mal durchstarten. Fangen wir mal direkt mit der Community an. Ich denke, ihr alle habt es mitbekommen, was da in der letzten Woche gewesen ist mit Proofwood. Der ist gehackt worden und die Community hat da großartig geholfen. Also innerhalb kürzester Zeit hat Proofwood da wieder einen Kanal auf die Beine gestellt bekommen mit 10.000 Abonnenten. Das ging, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden oder maximal 48 Stunden. Aber das viel Schlimmere ist, was auf der einen Seite positiv ist, gibt es auf der anderen Seite nämlich auch negative Dinge. Es gab tatsächlich eine ganze Menge Leute, die Helmut ein klein wenig angemacht haben, um das mal vorsichtig auszudrücken, die ihm nicht geglaubt haben, dass sein Kanal gehackt wurde. Finde ich jetzt ein bisschen schade. Und das auf das Clickbait zu beziehen, also ich weiß nicht, mir kam der Gedanke nicht. Ich sehe nun auch sein Clickbait immer und schmunzel da auch immer und weiß genau, okay, ich kriege vielleicht nicht hundertprozentig das, was auf dem Titel drauf ist. Trotzdem weiß ich ja inzwischen, dass da spannende Themen hinterstecken. Insofern ist es auch völlig okay und völlig egal. Aber und der Erfolg gibt ihm ja auch recht, dass das, was er tut und wie er es tut, genau richtig ist. Ich meine, 180.000 Abonnenten fast in ich glaube, 2 Jahren. Das ist schon ein richtig, richtig toller Move, den er da hingelegt hat. Also von daher gesehen gibt ihm der Erfolg recht. Aber ihm deswegen zu unterstellen, dass er seinen Kanal gelöscht hat wegen Clickbait, ist schwierig. Wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, dann versteht man eigentlich, dass man dadurch keine Klick generieren kann. Ne? Und damit einen neuen Kanal zu produzieren, auch, also egal. Was ich richtig gut fand, ist die Community, die hier wirklich hinter ihm gestanden hat und ihm wirklich geholfen hat, in relativ kurzer Zeit einen Kanal auf die Beine zu stellen, wieder einen neuen, wo er dann wirklich auch, den er auch gleich wieder monetarisiert hat. Klar wäre nicht das Gleiche dabei rausgekommen wie den 180.000 Abo-Kanal, keine Frage, aber dennoch, denke ich mal, wäre relativ schnell wieder in Gang gekommen. Und das finde ich total geil. Daumen hoch an die Community, denn das seid ihr. Auch ich habe ja ein Video dazu gemacht und finde ich richtig gut. Finde ich toll, wie die Community dahinter steckt. Und ich glaube, das sollten wir für uns Daumen hoch halten. Und ich freue mich darüber, dass wir hier so eine tolle Community sind. Warum gab es da so eine lange Pause bei dir? Du hast ja eine Zeit lang regelmäßig 2-mal die Woche ein Video hochgeladen und dann war mit einmal irgendwo ein kleiner Break da drin. Ja, das ist richtig. Es gab halt so ein paar Themen, die erledigt werden mussten. Sage ich jetzt einfach mal, ich lebe ja nicht nur von YouTube und da gab es ein paar Dinge, die halt Priorität hatten. Ich sag mal, Stichwort Steuern und so weiter und so fort, Corona-Unterstützung. Wir haben ja auch verschiedene andere Business noch, wo wir einiges tun mussten. Dann gab es für diese Unterstützung auch schon die ersten Prüfungen und so weiter, wo wir einiges tun mussten. Und das hat natürlich dann irgendwo Priorität und dann ist das halt alles ein bisschen ins Hintertreffen gelaufen. Jetzt bin ich aber wieder regelmäßig in der Werkstatt. Und das Zweite, was so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass relativ wenig Videos kamen, ist das Thema Elektrik. Denn ich habe ja hier drüben oder eigentlich in der ganzen Werkstatt die Elektrik komplett neu gemacht. Die ist auch immer noch nicht fertig, aber Großteil ist jetzt fertig. Der neue Sicherungskasten sitzt, der ist größtenteils angeschlossen, es ist ein Großteil verkabelt. Und ich habe dann auch nochmal angefangen, die Lampen, die ich hier ursprünglich verbaut habe, gegen LED-Panels zu tauschen. Das habt ihr gesehen, dazu habe ich auch das ein oder andere Video schon mal gemacht. Drüben habe ich die LED-Panels auch schon dran. Hier sind noch die alten, die muss ich auch noch tauschen. Ja, und all diese Dinge haben natürlich dafür gesorgt, dass das alles ein bisschen länger gedauert hat. Und wie ich eine USB-Platte an die Wand schraube, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so ganz spannend. Deswegen habe ich mir das auch gespart, an der Stelle ein Video zu machen. Aber das Thema haben wir da drüben jetzt erstmal soweit fertig. Da sind zwar noch andere Themen, die ja für euch nicht ganz so spannend ist. Wie gesagt, wenn ich eine USB-Platte an die Wand schraube, brauche ich, glaube ich, kein Video machen. Gehen wir mal rüber und schauen uns das Ganze mal an, wie es denn hier aussieht.
So, so sieht das Ganze jetzt aus. Da hinten haben wir den Sicherungskasten, da kommt der Strom rein. Da ist schon einiges passiert und dann habe ich hier die Wände verkleidet, Kabelkanäle gelegt, ja, Abzweigdosen. Hier unten haben wir 400 Volt Anschluss, normale Doppelsteckdosen. Da oben habe ich eine Ablage gemacht, habe 4 LED-Panels hier aktuell verbaut. Einzeln über die Shelly steuerbar oder auch als Gruppen. Ich habe mir da mehrere gemacht, sodass ich da drüben auch ausschalten kann, wenn ich zum Beispiel nur hier bin. Also das läuft wunderbar, gefällt mir richtig gut, war eine tolle Geschichte. So brauche ich nicht für jedes einzelne Panel hier einen Schalter zu verbauen. Das wäre dann hier bei 8 Panels. Naja, hätte ich da mal schnell 8 Schalter irgendwie. Das wollte ich mir sparen. Da ist diese Shelly-Lösung schon mal ideal. Ja, was haben wir noch gemacht? Ich sitze gerade auf einem Hocker. Ich verlinke dir das Projekt mal hier oben. Auch ein Thema, habe ich schon seit Ewigkeiten irgendwo gebraucht. Irgendwo, dass man sich mal hinsetzen kann, sich ein paar Gedanken machen kann, ein paar Notizen machen kann. Mal überlegen kann, wenn man an so einem Projekt irgendwo dran ist. Ja, und das habe ich jetzt auch fertig gemacht. Ganz einfach, ganz simpel, tolles Projekt. Schau dir das mal an, wenn du das noch nicht kennst. Lohnt sich. Ich möchte auch gerne der Community ein bisschen was zurückgeben und habe mir überlegt, ist jetzt keine Neuerfindung, machen andere auch, aber bin schon 2-3 Mal angesprochen worden hier auf meine Tasse, ob man die irgendwo kaufen kann oder so etwas. Und ich würde die gerne verlosen. Vielleicht interessiert euch das. Schreibt es mal in die Kommentare, ob das für euch ein Thema wäre. Dann würde ich nämlich in den kommenden Videos immer mal auch so eine Tasse verlosen. Schreibt es bitte mal in die Kommentare, ob das für euch interessant ist. Dann bringe ich das demnächst mal auf den Weg. Was gibt es noch für Projekte? Ein fertiges Projekt, das kommt am Wochenende, das ist auch schon, ja, schon da, ist ein Thema. Na, ihr seht es schon so ein ganz bisschen im Hintergrund. Was mich hier genervt hat, war, dass ich zwar immer Musik hatte, wenn ich hier war, aber gelegentlich dann halt auch nicht. Warum? Weil ich habe das mit meinem Makita Baustellenradio in der Regel gemacht. Aber ich bin auch an der einen oder anderen Stelle unterwegs, beziehungsweise das Radio ist unterwegs. Und dann ist es manchmal so, dass ich hier in der Werkstatt keine Musik hatte. Das hat mich schon ein bisschen genervt. Also habe ich mir gedacht, ich baue mir eine schnelle, einfache Bluetooth-Box. So ein Projekt kostet echt nur ein paar Euros. Habe hier aber noch ein paar Finessen mit eingebaut. Da ist noch ein Adapter dran, dass ich die 18 Volt Akkus von Bosch und Makita benutzen kann. Habe einen Ladekabel, Quatsch, eine Ladebuchse für USB mit verbaut, sodass das Handy auch gleichzeitig mit aufgeladen werden kann, während es den abspielt. Weil es ja nichts Schlimmes, als wenn du den ganzen Tag auf der Baustelle bist und am Ende des Tages ist der Akku alle, weil er es den ganzen Tag gespielt hat. Das ist ja auch irgendwie doof. Insofern bin ich dabei gegangen und habe mir da so eine Ladebuchse mit eingebaut. So, und dann kann es natürlich auch ganz normal über 230 Volt betrieben werden. Naja, und der ganze Spaß kostet nur ein paar wenige Euro. Das kommt in dem Projekt am Wochenende. Da könnt ihr schon mal gespannt drauf sein. Wie geht's weiter? Ja, ihr wisst ja, dass hier noch einiges zu tun ist. Da bin ich auch dran. Jetzt wird es erstmal hier drinnen weitergehen. Ich werde erstmal in dieser Ecke da drüben weitermachen. Da kommt erstmal das Thema Hochschrank hin. Das ist eines der nächsten Projekte, dass ich einen Hochschrank baue, wo zum Beispiel auch der Kompressor reinkommt. Kompressor im Schrank, klingt nicht gut. Das geht schon, weil wenn ich ihn benutze, naja, dann ist die Tür halt auf und dann kann er auch genug Luft ziehen. Vielleicht mache ich auch hinten Luftlöcher noch rein, das weiß ich noch nicht so genau. Aber auf alle Fälle in den Hochschrank deswegen, weil ich ihn auch für große Dinge nutzen will, wie einen Besen, den man mal wegstellen will und so weiter. Der nervt mich ja auch irgendwo. Deswegen wird er auch in so einen Hochschrank reinkommen und dann, dann ist er auch aus dem Weg irgendwo und hat seinen festen Platz. Und steht nicht irgendwo rum. So ein Besen im Bild finde ich auch immer völlig kacke irgendwie. Aber ist im Augenblick so. Insofern, das wird auch eins der nächsten Dinge sein, dass wir jetzt hier drinnen dann rechts und links die Unterschränke weiterbauen. Und 2 Hochschränke, wie gesagt, plane ich hier. Das werden die nächsten Projekte. Dazu wird es auch dann Zeichnungen geben. Die habe ich sogar auch schon. Das ist alles schon vorbereitet. Das werden wir als nächstes machen, dann dazu die Unterschränke, Arbeitsplatten drauf und dann dürfte dieser Raum hier fast fertig sein. Beziehungsweise dann müssen natürlich in diesen Unterschränken endlich die Schubladen rein.
damit ich hier auch mal Ordnung kriege. Das gibt mir nämlich auch völlig auf den Puffer. Wenn ich mir meine Unterschränke da angucke, neulich habe ich meinen Lötkolben gesucht. Der muss irgendwo sein, wahrscheinlich da drinne. Und das ist grausam, wenn man nicht weiß, wo sein Werkzeug ist. Kann ich gar nicht haben. Also das ist auch eins der nächsten Themen, die jetzt hier wirklich anstehen. Und die werden wir jetzt auch richtig Gas geben, wenn wir das auch schnell umgesetzt kriegen. Wenn ich so manch anderen sehe, wer da schnell seine Werkstatt aufgebaut hat, da bin ich echt langsam. Aber mein Gott, man kommt Schritt für Schritt vorwärts. Kennt ihr bestimmt auch irgendwo. Schreibt es mal in die Kommentare. Wahrscheinlich nehmt ihr euch auch öfter mehr vor, als es tatsächlich geht. Ja, was gibt's noch? Das sind erstmal so die dringendsten Themen. Und dann erst geht's da drüben weiter. Richtung Winter muss ich dann auch dann endlich die Tür verkleiden, weil ich habe gemerkt, da zieht's dann doch schon mal richtig mächtig durch. Das will ich in jedem Fall auch machen, dass die Tür dann noch ein bisschen dicht gemacht ist und so weiter. Aber das ist dann tatsächlich später. Hier Thema Licht, die Unterschränke, Hochschränke, die USB-Platten an die Wände. Ich hoffe, dass ich die auch das Material jetzt auch einigermaßen günstig bekomme und nicht so teuer, weil im Augenblick scheint es ja wohl so zu sein, dass der ganze Spaß durchaus ein bisschen teurer ist, wenn man Material kauft. Bin mal gespannt, werde da glaube ich im Laufe der Woche mal ein bisschen Material einkaufen. Ja, wenn du Fragen hast, stell sie bitte gerne, schreib sie in die Kommentare. Ich freue mich auf Hinweise, Anregungen und so weiter. Und ansonsten hinterlass gerne ein Like. Abonnier den Kanal, ich bin sicher, da gibt es auch künftig spannende Themen für dich. Und ja, macht es gut, bis die Tage. Tschüss.